Ein zerknittertes Hemd kann schnell den falschen Eindruck erwecken. Dabei ist der Hemdträger vielleicht nicht einmal nachlässig oder faul, sondern hat einfach nie gelernt, richtig zu bügeln. Ich zeige jetzt, wie man in 3 Minuten sein Hemd perfekt bügeln kann und was dabei zu beachten ist. Als erstes benötigt man natürlich ein Bügelbrett und ein Bügeleisen. Zunächst einmal sollte man sich darüber im Klaren sein, um welchen Stoff es sich handelt, den man bügelt, da 100%ige Baumwolle höhere Temperaturen bedarf als 100%iges Polyester. Am einfachsten lassen sich Hemden bügeln, wenn sie direkt aus der Maschine kommen. Dann sind sie noch leicht feucht und gut formbar. Alternativ kann man natürlich ein Dampfbügeleisen benutzen oder die Hemden vor dem Bügeln leicht anfeuchten. Als erstes kommt der Kragen dran. Er ist das sichtbarste Kleidungsteil, weil er das Gesicht rahmt. Den Kragen bügelt man einmal links und einmal rechts. So. Weiter geht's mit den Manschetten. Auch sie werden in beide Richtungen gebügelt, das heißt einmal innen und einmal außen. Weiter geht's mit den Hemdärmeln. Hier muss darauf geachtet werden, dass es sich um 2 Stofflagen handelt, die übereinander liegen. Das heißt, es müssen beide Falten frei sein. Hier kann man ein bisschen drüber reiben und dann spürt man noch, wo die letzten Falten sind. Für eine perfekte Bügelfalte kann man sich den Saum als Orientierungshilfe nehmen. Und wer keine Bügelfalte haben will, der kann alternativ ein Handtuch zusammenrollen und es in den Ärmel hineinschieben. So, weiter geht's mit der Front. Schließt man den obersten Knopf des Hemdes, kann man das Hemd einfach ganz bequem über die Brettspitze legen und es um das Brett rotieren lassen. Das spart natürlich Zeit. Für all diejenigen, die noch schneller bügeln möchten, eignet sich Alufolie. Packt man diese unter die Bügelauflage, reflektiert sie die Hitze und macht das Bügeln so noch zeitsparender. Noch ein kleiner Tipp. Destilliertes oder demineralisiertes Wasser schützt das Bügeleisen vor dem Verkalken. Für die Schulterpartie öffnen wir jetzt nochmal den obersten Knopf und lassen das Hemd dann ebenso wie gerade einfach um die Bügelbrettspitze rotieren. Ist das Hemd fertig gebügelt? Hängt man es am besten auf einen breiteren Holzbügel oder einen breiteren Kleiderbügel, damit es in Form bleibt. Schließt man den obersten Knopf wieder, bleibt es auch im Schrank in Form. Für alle, die gleich in das Hemd schlüpfen wollen, die sollten das Hemd noch mal kurz auskühlen lassen. Aber ansonsten ist man gerüstet für einen perfekten ersten Eindruck.